Es war einmal ein altes Ehepaar. Die haben oben am Berg einen Bauernhof gehabt. Nichts groß, nichts klein. War auch gut so, weil wäre er größer gewesen, hätten sie zu viel Arbeit gehabt, die zwei alten Leute. Wäre er kleiner gewesen, hätten sie nicht genug zum Leben gehabt. Ihr kostbarster Besitz war eine schöne Kuh. Ja, es gibt ja einen Haufen Geschichten über wunderschöne Prinzessinnen und gut aussehende Prinzen. Aber ich sage euch, es gibt auch wirklich schöne Kühe. Glänzendes Fell hat sie gehabt, so braun wie die Haselnussen im Herbst. Große, dunkle Augen, ganz tief, mit langen Wimpern. Und rund um die Augen immer, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, so einen hellen Rand. Und auf der Stirn oben über die Augen so ein Wirbel, die ganz schön. Ja, und die Kuh war auch deswegen so schön, weil die zwei alten Leute sie so gern gehabt haben. Weil wenn man wen gern hat, dann wird er ja von selber schön. An einem Tag, da sind die zwei eingeladen worden auf eine Hochzeit. Und die Hochzeit, die war im nächsten Tal. Sie wollten beide gern hingehen. Aber die Hochzeit war so weit weg, dass man nicht an einem Tag hinkommen ist und wieder zurück. Und so war klar, einer von den zwei muss daheim bleiben, die schöne Kuh melken. Sie wollten aber beide unbedingt zur Hochzeit, aus verschiedenen Gründen. Die Frau wegen Tanzen. Ja, und auch wegen Reden. Der Mann wegen Essen. Aber auch wegen dem, was zum Essen gibt, wegen Trinken. Das ist nicht immer so in der Welt, gell? Es gibt auch Männer, die gern tanzen. Irgendwo. Es gibt auch Frauen, die gern essen. Ganz gewiss. Aber bei denen war es halt genauer so. Und dann haben sie Streiten angefangen und haben gestritten. Hin und her und her und hin ist es gegangen. Wenn man so lange verheiratet ist, hat man ja ganz schön viel Übung im Streiten. Der eine hat immer schon Antwort gegeben auf das, was der andere das Übernächste sagen wird. So ist es lang gegangen und hätte noch lang so weitergehen können. Aber irgendwann haben sie beide nachgedacht und haben einmal kurz nichts gesagt. Naja, in einem Streit ist das oft der beste Moment, wenn man kurz einmal nichts sagt. Weil, dann kann man nachdenken. Und wenn man so lang verheiratet ist, dann denkt man ungefähr gleich schnell. Und sie haben sich beide gedacht, wenn wir jetzt noch lang streiten, dann ist Essen aufgegessen und die Musiker sind heimgegangen. Da braucht keiner mehr hingehen. Die Frau hat überlegt, weil wenn man in einem Streit einmal kurz nichts sagt, dann kann man eben nachdenken. Und dann hat sie gesagt, weißt was, wir lassen den Dritten entscheiden. Den Dritten, der Mann hat sich an den Kopf gegriffen, weil wisst ihr, oben am Berg ist der nächste Nachbar nicht gleich daneben in Rufweite. Na, hat die Frau gesagt. Gehen wir zum sprechenden Berg, der soll entscheiden. Da war der Mann einverstanden, weil das war ganz in der Nähe. Sie sind auch gegangen zum sprechenden Berg. Und er hat gesagt, ich frag zuerst. Von mir aus, hat die Frau gesagt, weil die hat schon gewusst, zuerst ist nicht alles Beste. Und der Mann ist hingegangen und hat gesagt, soll ich zur Hochzeit gehen oder daheim bleiben? Daheim bleiben, bleiben, bleiben. Und um ganz sicher zu gehen, hat die Frau auch noch gefragt. Soll ich daheim bleiben oder zur Hochzeit gehen? Hochzeit gehen, Hochzeit gehen. Und so haben sie es gemacht.